Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Da klappern ja die müden Knochen, mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da, der Mr. Merp ist auch da. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir haben jetzt heute eine Schlacht vor uns, die ist wahrscheinlich die größte, die ich jetzt hier geschlagen habe. Ich glaube, du auch. Es geht gegen Malekith höchstpersönlich. Er macht einen Ausfall. Ich habe zwei Armeen, er hat zwei Armeen plus eine Stadtgarnison. Bin sehr gespannt, wie das jetzt hier gleich laufen wird. Also er hat jetzt nicht gerade die geilsten Einheiten. Ich habe also keine Ahnung, wie das endet. Ich kann es nicht abschätzen. Ich würde sagen, wir gucken dazu aus, also ich weiß nicht, ich hätte natürlich auch nichts dagegen, jetzt irgendwie drei Druki Full Stacks zu kontrollieren, aber ist deine Entscheidung. Ja, wir haben uns auch nicht abgesprochen, Leute. Mal abbrechen. Ah, ich kann, ah doch, warte mal, wenn ich da hinklicke, dann kontrolliere ich alle, ne? Okay. Genau. Du kannst nicht eine Armee übernehmen, sondern du kannst nur alles übernehmen. Ja, ja, okay, gut. Ja. Nee, komm, wir gucken zu. Wir lassen dir da die Chance. Das ist, glaube ich, okay. Also, Gentleman against. Wenn du das sowieso gewinnst, dann gewinnst du es ja auch aus Gründen, ne? Also es liegt jetzt nicht alles an dieser einen Schlacht und weiß ich halt nicht, ne? Denke also, mal, es wird trotzdem spannend, ja, vielleicht ist, weißt du, wenn es jetzt am Ende 240 Punkte Unterschied wären, dann wäre es der Unterschied, ob ich gewinne oder du. Aber das wissen wir jetzt halt beide gerade eben nicht. Aber weil ich glaube, der Unterschied ist größer. Ich glaube, du hast mehr Punkte Unterschied. Insofern entspanne ich mich hier ein bisschen und versuche lieber ein paar coole Blicke einzufangen, wie das hier heute aussieht. Das ist auch eine Methode. Oh Gott, ey. Also Leute, wenn ihr das spektakuläre Video sehen wollt, dann kommt doch auf meinen Kanal. Das höre ich doch bei mir an. Spaß beiseite. Oh Gott, wo kommen die denn? Wenn ihr die strategische Finesse sehen wollt, dann guckt es euch doch beim Merp an. Naja, strategische Finesse. Ach Gott, das ist wieder so eine Dreckskarte. Ja, da bin ich froh, dass ich das nicht habe. Nee, ich mag diese Karte eigentlich voll, aber nur in der Defensive. Und weißt du, was ich doof finde? Ich sehe den Feind nicht. Das hasse ich gerade wirklich. Ich hasse das. Er hat ein. Das wäre alleine schon ein Grund gewesen, das zu spielen. Er hat ja. Stimmt, das habe ich vorhin auch. Hätte ich ja vorhin eigentlich auch sehen können. Er hat die Rabenherold. Das ist eine meiner absoluten Lieblingseinheiten. Boah, das ist so eine geile Einheit. Ja, und da hinten kommt die andere Verstärkung. Ach, guck mal, 2 Minuten 30 und 1 Minute 50 bis dahin. So lange müssen deine Knochen noch durchhalten. Ja, ja. Ich habe vor, jetzt hier auf jeden Fall mit Artillerie jetzt hier Schaden zu machen. Und du kannst ihn in die Zange nehmen. Ziemlich uninteressant. Wenn es klappt. Aber jetzt holen wir erstmal hier die Jungs hier ran und ich muss mir mal die Situation mal grundsätzlich jetzt mal anschauen. Ja, Merp stellt sich sehr breit auf. Ja, ich weiß nicht, wo er kommt. Momentan. Ah, er ist direkt hier. Ja, geil. Nee, warte mal, wir greifen noch nicht gleich YOLO-mäßig an. Du wirkst jetzt also dahin, du gehst dahin. Ihr geht dahin. Und zurück! Die Idioten! gedodged. Hat die KI frech die Artillerie gedodged. Ja, das kann sie gut. Da unten steht sie gut, die Artillerie. Knirsch, knirsch. Die Bundeslade da hinten. Und wo habe ich die Langbogen-Uschapi gesehen? Da hinten stehen sie. Genau, die sind auch am Start. Luftwaffen in Defensivposition. Er lässt seine Artillerie da rumstehen, merkwürdigerweise. Das könnte vielleicht für Merp eine Gelegenheit sein. Ja, ja, das ist der Plan. Einheit, ne? Da was zu machen. Die Nekropolenritter, die könnten da was reißen. Die Artillerie schießt nach wie vor. Jetzt wieder relativ solide auf die Infanterie.
Teil der Kavallerie versucht jetzt hinten rumzulaufen. Das ist ein merkwürdiges Manöver, was die KI hier vollzieht. Die scheint ein bisschen mit Mörps Aufstellung überfordert zu sein. Ein schöner Schadenszauber, ein guter Artillerietreffer 1 und 2 in die Infanterie. Der hat viele Hitpoints abgezogen, in Kombination mit dem Zauber natürlich sehr mächtig. Man sieht, wie Mörp jetzt auch hier schon so die Angriffsformation wählt. Ja, jetzt kommen halt auch die Verstärkungen, also auch meine. Artillerietreffer schlägt durch, auch obwohl die KI sich hier versucht, zwischen diesen Bäumen zu verstecken. Hier rücken die Rabenherolde vor. Ich bin gespannt, was das gibt. Die Artillerie ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen für die Nekropolenritter. So, läuft ein Teil der Armee wieder zurück. Eigentlich gut austaktiert. Die KI hat Schwierigkeiten, sich hier bei diesem Gebirge angemessen zu positionieren. So, jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was die Fernkämpfer hier machen. Die müssten eigentlich jetzt in Reichweite sein. Aber da kommt schon die Ushabti angelaufen. Ja, die Armee nimmt da gut raus. Was macht denn die KI da? Der geht tatsächlich mit dem Bogenschützen hier in den Nahkampf. Da gab es einen heftigen Hit auf die Nekropolenritter. Was war das? Aber die Front hier, die löst sich gleich wieder auf. Gott, wo ist er denn? Da ist er. Ein Sandsturm, nee, den machen wir nicht. Artillerie versucht hier zu schießen, aber diese Armee, die wird doch komplett die Flucht ergreifen. Ich sehe hier nicht. Ja, also da würde ich sagen, hat sich jemand eher schlecht als recht verkauft. So. Aber es sind noch ein paar. Es sind noch ein paar Hellebardenträger aus Nagarond hier im Einsatz. Aber die machen auch nicht wirklich viel Schaden an den Nekropolenrittern. Ich muss meine Ushabti da rausziehen, ey, das ist voll ätzend gerade. Einer deiner Generäle hat so ein bisschen Schwierigkeiten im Nahkampf gegen den schwarzen Drachen. Ja, ich weiß. Weise gesagt. Die Verstärkung könnte jetzt hier natürlich noch einen Ausschlag geben, aber da oben hat er die Armee halbwegs gut in der Zange. Das sieht ja echt nach einem sehr verzweifelten Aufbäumen der KI hier aus. Wird euch eine Hälfte den Streitwagen schon durch. Harpien greifen hier zusammen mit dem schwarzen Drachen. Muss ich noch mehr Truppen jetzt hier ranführen? Das ist gerade eben sehr viel Micro. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Vor allem, wenn man sich halt so denkt, so, ja, diese scheiß Einheiten, ich meine, die können eh nix. Das ist hier problematisch. Den wollen wir hier nicht. Oh, warte mal, was ist das, ne? Ja, mal gucken, ob wir ihn hier rauskriegen. Das wäre schon wichtig, aber sieht so aus, als ob die... als ob die Geschossabwehr ihm hier das Leben rettet. Die Nekropolenritter haben jetzt auch ein bisschen Schaden genommen. Ja, mir gehen so langsam wieder die Optionen aus. Backline bröckelt jetzt hier so ein bisschen. Die ist gleich weg. Das müssen die Ushabti jetzt hier auch richten. Artillerie hat noch ausreichend Munition, um die Infanterie weiter zu behakeln. Ein General ist, glaube ich, down von hier. Das ist möglich, aber ich weiß es nicht safe. Ach, ja. Das ist natürlich hier eine Hausnummer. Treibt hier erstmal einen Teil seiner Truppen selbst auf. Das ist nämlich Optimismus. Die Schatten attackieren jetzt hier auch. Meine Güte, haben die eine Range. Meine Güte, haben die eine Range. Oh ja. Da hinten kommen noch mehr Einheiten. Aber das kann noch. Das ist noch nicht alles. Offenbar. Jetzt haben die Dunkelelfen auch ihre besondere Armeefähigkeit im Einsatz. Jetzt hier nochmal perfekte Mörder oder so heißt das Ding noch irgendwie, ne?
Irgendwie sowas, ja. Und das geht auch schon so ein bisschen zu Lasten der. Das ist aber in letzter Zeit irgendwie häufiger. Das hatte ich jetzt neulich auch im Stream. Jetzt haben wir wieder diesen Freeze. Ja. Ja, jetzt warten wir mal wieder, dann geht's vielleicht gleich wieder, ne? Das Spiel kommt einfach bei der Spannung nicht mehr hinterher. Es muss ja, also durchatmen. Eieieiei. Ja, es geht weiter. Jetzt geht's weiter, ja. Ja, nochmal zum Thema Spannung. Merp hat das ja auch. Ich muss, glaube ich, aufhören, die Leertaste zu drücken oder so. Nee, bei mir, mir geht es nicht weiter. Jetzt, ja, bei mir hängt es jetzt auch gerade wieder. Wir gucken mal. Ja, wir haben noch ein bisschen. Wir geben dem Spiel noch eine Chance. Ja, also, was man hier tatsächlich noch nicht so gut absehen kann, ist ja tatsächlich, wie wird das gleich weiterlaufen mit den Verstärkungen, die noch kommen. Merp hat noch ein paar Fernkämpfer hinten am Start. Na, die können hier auf jeden Fall noch was reißen. Die sind frisch, die haben Munition. Allerdings, was halt da noch so ein bisschen fehlt, ist dann halt natürlich die Frontline. Und momentan sind die Nekropolritter halt auch alle gebunden an dieser einen Frontlinie. Kann man hier ganz gut sehen. Hier ist quasi die komplette Infanterie gebunden. Ich mache jetzt mal den Kinomodus nicht mehr an. Und hier drüben bricht die Front halt gerade so ein bisschen zusammen, weil da fehlt halt natürlich die Infanterie. Da sind noch ein paar Helden im Einsatz. Jetzt muss der Katep, der müsste ein bisschen aufpassen. Der bewegt sich gerade so ein bisschen ungünstig nach vorne auf die Fernkämpfer zu. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, das ist Damage. Weil seine scheiß Zauber keine Reichweite haben. Weißt du, der geht mir jetzt down. Dagegen hätte ich nichts machen können. Ja, ja. Wow, das ist, glaube ich, zu viel. Ja, ja, der kann halt auch nicht ausweichen. Oh, ist das ätzend. Das war, glaube ich, echt zu viel Fernkampf. Das ist halt das ist das Gefährliche, dieser Armor-Piercing-Damage gegen die Generäle, ne? Dafür hast du jetzt gleich die Kalin, seine Zauberin, erwischt. Da sieht man, ne, der Fernkampf ist einfach OP, um Generäle zu snipen. Ne? Das ist einfach eine starke Sache. Warum geht meine Artillerie hier vor? Das verstehe ich nicht. Wenigstens hat sich die KI dazu entschlossen, seinen anderen General mehr oder weniger vollständig zu ignorieren. Boah, da kommt die nächste Helden. Salve des Todes. Die Helden, die erwischt es hier. Und schon wieder Freezes. Also ganz im Ernst, CA, was habt ihr denn bitte schon gemacht? Ich glaube, es ist auch hier wahrscheinlich ein bisschen die Schwierigkeit, weil es so viele Einheiten sind. Ja, ja, aber das scheint jetzt hier ein grundlegendes Problem zu sein. Also. Ja. Das. Also ich meine, er fängt sich ja immerhin wieder, aber geil finde ich das nicht, was hier passiert. Nee, gut ist auf jeden Fall anders. Frage ist, ob der Malekith das jetzt noch durchhält oder ob der jetzt down geht, weil der kriegt auch gut Feuer ab, ne? Boah, ich muss jetzt hier gerade Micron, um die Helden zu retten, ich sag's dir. Also Malekith hat's, glaube ich, jetzt gleich hinter sich. Malekith, der bringt's jetzt auch hinter sich, genau. Das ist zu viel Fernkampf, da kann er nicht gegen. Frage ist, ob die Armee das so weiterhin noch mitmacht. Da kommt jetzt nochmal frische Infanterie rein und räumt auf der Flanke, wo die Nekropolenritter im Einsatz waren, auf. Aber auch die KI kommt nochmal mit Reserven daher. Es sind düster Schwerter dabei, die so düsterhaft schlecht sind. Die werden, glaube ich, hier nicht die Entscheidung bringen. Malekith ist down. Malekith ist down. Es gibt auf jeden Fall schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Bonus. Ein Teil seiner Armee flüchtet da hinten auch, aber das sind nicht die relevanten Einheiten. Jetzt nimmt der Möb die Hagrene aufs Korn. Das ist ein guter Punkt. Die muss hier weg. Die Zauberin könnte hier noch ein paar Spells wirken. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Oder also ich will das natürlich sehen, aber ne? Also ihr wisst, was ich meine. Die Nekropolenritter laufen jetzt hier in die Düsterschwerter rein.
da werden wir sehen, dass Booster später keine Möglichkeit hat, das effektiv aufzuhalten. Es ist noch ausgeglichen. Mehr oder weniger. Möb leicht im Vorteil laut Statistik. Ja, mal gucken, wie lange noch. Die Nekropolenritter verlieren jetzt hier ihre Bindung, dafür rücken jetzt die Düsterschwerter nach. Die sind allerdings, glaube ich, später zumindest ein leichteres Opfer für die Fernkämpfe. Die Artillerie hat gleich keine Munition mehr, aber die macht hier noch ordentlich Schaden. Da geht auf jeden Fall noch was. Es kommt noch mehr Verstärkung. Jetzt kommen auch noch mal frische Fernkämpfer rein. Ja, und die habe ich halt nicht. Ja, das sieht da nicht so gut aus, aber es ist noch ausgeglichen momentan. Also es ist leicht zu deinem Vorteil momentan. Der Feind verliert halt schneller Truppen als du, ne? Das ist halt schon mal gut. Das könnte sogar noch über einen Armylos laufen. Den habe ich schon vor einer halben Stunde bestellt. Ja. Die Auserwählten der Götter, die erwischt es jetzt hier so ein bisschen. Ich habe natürlich auch wieder eine Schlacht, in der ich keine nennenswerte Magie hatte, ne? Wollte ich mal so am Rande erwähnen. Mal wieder keine Magie in einer Schlacht. So, jetzt wird es sich hier zeigen, ob die Schatten das hier bestehen. Ja, wird es, glaube ich, packen. Das war ein fieser Damage. Also, die Infanterie, die hält noch durch. Die Gruftwache hier macht nach wie vor noch einen guten Job. König Robocop, oder wie heißt er? Rahotep? Robocop. Der hält auch noch durch. Der Fernkampf, ja, da geht noch mal eine große Salbe runter. Gut gedodged hier vom Nerd auf jeden Fall. Das war ein guter Micro-Dodge. Oder Zufall. Ich hab die Reiben sehr erfolgreich auf. Irgendwie kommen die auch nicht so richtig zum Schuss. Das ist hier ein großer Vorteil für Merck. Und das sieht schon jetzt ziemlich nach Armylos aus. Da fehlt nicht mehr viel, ne? Da fehlt nicht mehr viel. Hoffen wir es mal. Also ich hoffe es. Da fehlt nicht mehr viel. Jetzt! Oder? Ja, ja, das ist der Armylos. Und jetzt muss ich noch ein bisschen aufräumen. Das war sehr wichtig. Mamma mia, ich sag's dir. War teuer, aber nicht schlecht. Respekt, Chapeau. Also alleine, also der große Vorteil war natürlich hier, dass die Verstärkungen so nach und nach reingetröpfelt sind und die KI hier kein großes Interesse hatte, eine einheitliche Frontlinie gegen dich zu bilden. Das war auf jeden Fall gut. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das gemacht hat. Dass die Truppen sehr langsam durchs Wasser sind, war auf jeden Fall auch gut. Genau, deswegen mag ich nämlich auch diese Map, das kann man super ausnutzen. Mhm. Und diese Engstelle hier gerade eben. Also ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte eigentlich, dass die KI erst da, wo sie reinkommt, also wo die Verstärkung reinkommt, dass sie sich da komplett aufstellt. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Deswegen habe ich mich so breit aufgestellt, um zu gucken, ob es dadurch vielleicht irgendwie, ja, also alles abdecken kann. Und das hat dann sogar einigermaßen funktioniert. Aber es ist halt doof, da ist natürlich KTEP. Also KTEP finde ich eine absolute Katastrophe. Also KTEP auf seiner Artillerie ist einfach nur ätzend schlimm. Ja, der wird halt leicht gefokust, ne? Achtung, richtig. Du verlierst eine Einheit und schaffst die. Oh ja, dann beenden wir mal besser. Dann beenden wir mal besser, bevor ich die auch noch verliere. Also ich glaube sogar, dass, ja, also die, wow. Also es ist schlimmer gewesen, als wenn ich es berechnet hätte. Sogar viel schlimmer. Also meine Hauptarmee ist quasi ausgelöscht. Ja, das sind halt, aber schau mal, guck mal, du hast die, also was man tatsächlich, also ich finde jetzt mal, sagen wir mal trotzdem,
guck mal, wie du diese Hauptarmee von dem komplett zerpflückt hast. Der hat ja gerade mal 20 Kills mit der gemacht. Oder sagen wir jetzt ja, 30, das wenn wir aufrunden. Na, also da sieht man ja wirklich, deine strategische Überlegenheit gegenüber der KI war hier einfach total dominierend. Wenn das jetzt nur zwei Armeen gewesen wären, wäre das so eine einfache Hausnummer geworden. Das Problem waren halt die ganzen Dunkeldornen, die da noch in der Verstärkung dazu kamen. Ja. Und dann halt wahllos auf deine Charaktermodelle, oder was heißt wahllos, gezielt deine Charaktermodelle angegriffen haben. Ja, und ich hatte keinen Konter, also ich konnte nichts dagegen machen. Also, und ich war halt auch ein bisschen, also ich gebe zu, es war halt einfach sehr viel Micromanagement, also wirklich enorm viel. Wobei dein Konter war nicht schlecht. Du hast ja eigentlich genau so gemacht, wie es im Lehrbuch steht, ne? Nämlich halt mit den Ushabti halt raus und dann drauf, ne? Also ja, ja, aber ich sag trotzdem mal, au. Naja, das tut schon weh auf jeden Fall. Oh, ohne Witz, ich verzichte auf die Organe ernten. Ich nehme die Verlustverstärkungsrate, damit der Rest jetzt hier noch lebt. Das hatte ich auch noch angegriffen. Autsch. Ja, 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 die Dunkelelfen machen Ärger. Gut. Ich werde jetzt hier von mehreren Seiten permanent attackiert. Auch immer noch. Willkommen in meiner Welt. Ja, jetzt bin ich in deiner Welt. Das ist der Weg allen Irdischen. Ich habe 4 Charaktere verloren. Das sind halt 12. 12. 12 Kanopen pro Runde. Ja, das ist schon viel. Das ist schon viel. Und der ist erst in 3 Runden wieder da. Das finde ich schon hart jetzt. Autsch. Einfach nur Autsch. Oh, Kacke. Tja. Was mache ich jetzt? Mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt hier angreife. Ja, dann ist es jetzt hier ein knapper Sieg. Das ist cool. Hast du die eine Stadt auf jeden Fall schon mal weg? Ja, ja, die habe ich jetzt. Und er zieht sich jetzt hier auch gerade eben zurück. Ja, einer wurde hier sogar... Ich habe 2 Stück dauerhaft verloren. Also für dich ist das jetzt richtig, richtig geil. 2 sind wirklich tot von meinen Charakteren. Und das wird schwierig werden auszugleichen. Ja, ich nehme den da jetzt hier noch wieder. Kann der sich ja wieder anschließen. Ah, du führst auch gerade ein paar Schlachten durch. Ich hole meine Stadt wieder zurück, die Scarbrand mir abgenommen hatte. Das Gute ist, dafür gibt es 20 Kanopen, ne? Aber besser als nichts. Naja, ich bin aber andererseits natürlich auch nicht so happy darüber, den Cetra immer, nicht den Cetra, den Scarbrand immer so hoch zu leveln. Ja gut, der hat auch was davon, willst du damit sagen, ne? Ja, ja. Wir nehmen hier 1, 2, 3, 4, 5. Boah, das wird 1000 Jahre dauern, diese Armee wieder aufzubauen. Ey, das ist so schlimm. Das ist wirklich so schlimm hier jetzt gerade eben. Auweia. Ah, ist das kacke. Ja gut, ich komme da nicht drum rum. Die Offensive ist jetzt schon vorbei. Ich bin jetzt schon in der Defensive jetzt. Das ist nicht gut. Die haben halt auch Einheiten hier verloren. Ja, das nehmen wir auch nochmal mit rein. Autschen. Und mein Problem ist, dass ich also jetzt gerade eben an 2 Stellen gegen ihn kämpfe. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher. Geil. Aber ich habe nochmal Kanopen geschenkt bekommen.
can't complain. Naja, doch, ich könnte schon ganz schön rummeckern jetzt hier gerade eben, aufgrund dessen, was hier gerade passiert. Aber was soll's. Warte mal, was kann ich denn jetzt hier noch rein rekrutieren? Hier würden noch ein paar interessante Units gehen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich schmeiße 1, 2, 3, 4, 5, 6 raus. Ja, ich weiß, dass es gefährlich ist. Braucht mir nichts sagen. Ich sehe es ja auch. Aber die sind halt einfach viel besser. Und die habe ich jetzt hier in der Hinterhand. Kommt da noch mehr? Nein. Gut. Ach ja, und ich habe diesen tollen General jetzt hier. Wuppdidu. Das hilft mir auch nicht weiter. Kann ich irgendwas Diplomatisches machen? Natürlich nicht. There was only vengeance. Oh, warte mal. Greetings. I sway to Loic's tune. For whom do you dance? Ja. Ja. The end justifies the means. Ich habe ein militärisches Bündnis. Wupp, wupp. Das war wichtig. Those who speak the truth. Ich musste ihm nur 18.000 Gold geben, aber es brachte mir nochmal 16 Kanopen. Nee, Entschuldigung, 20. Es brachte mir 20 Kanopen. Kann ich noch irgendwie jetzt... Nee, das hilft mir nicht weiter. Das hier hilft mir aber weiter. So, nochmal eine Lade der verdammten Seelen. Möge sich mir anschließen hier. Ja, und mehr geht hier nicht. Okay. Ich glaube, wir haben doch noch ein paar Folgen zu machen, so wie das hier sich darstellt. Ja, warten wir mal ab, ne? Wie naiv wir immer sind, zu glauben, dass es in dass 10 Turns in einer Folge zu machen sind. Boah, wie die mir einfach hier seine Stadt weggenommen haben. That's pure pain. Ich rechne jetzt damit, dass mir Master Mundi von Süden ja auch nochmal den Krieg erklärt. Weil das jetzt anscheinend gerade im Innen geworden ist. Immortality and power. Tomb King. Weißt du, was mir so ein bisschen fehlt? Auch bei diesen Fraktionen eine Sofortbaumethode. Oh, Alter, das ist so krass, ne? Das sehe ich genauso. Das Spiel bremst einen, was das angeht, so heftig aus, ne? Das bremst so heftig aus. Ich würde manchmal so gerne bestimmte Einheiten rushen. Einfach weil, ja, ich das manchmal einen coolen Spielstil finden würde. Aber geht halt nicht immer. Ich glaube, nur mal noch mal ganz kurz, um auf dieses Ding zurückzukommen mit dieser Armeekapazität und so. 10.000 Dukaten und oder Gold und 800 Kanopen, ne? Dann kriegst du ja eine zusätzliche Armeekapazität. Bei mir sind 600 Kanopen. Ja, das kann sein, dass das bei dir billiger ist wegen irgendeiner besonderen Fähigkeit oder so. Das müsste man noch mal gucken, aber das Ding ist halt, ich glaube, du kannst das mehrfach herstellen, ne? Aber das wird dann halt teurer, glaube ich, mit der Zeit, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das wird teurer mit der Zeit. So, wer könnte denn noch hier dem Scarbrand den Krieg erklären? Da hat keiner Lust drauf, ne? Weil alle lieben Scarbrand. Die neue Serie. Ja. Der Alter, ne? Und der Wurzak, der mag den jetzt noch mehr, nachdem der mir hier auf der Nase rumkam. Ja. Alle lieben Scarbrand, das ist so geil. Das fröhlich-fruchtige Kaubonbon. Also sieht schon so aus wie so ein ekelhafter roter Huba-Buba, den man sich vom Schuh gekratzt hat. So einmal von Korn durchgekaut und wieder ausgespuckt. Genau, so sieht er aus, ey. Alle mampfen Scarbrand. Außer die Oger. Die trauen sich nicht. Agreed, this is my order. Was der Typ da auch mehr macht.
So, was ist denn hier mit Helden rekrutieren? Deine Typ ist immer noch verletzt, ne? Der hat ein Level gekriegt. Geil. Hier, stell mal Kanopenkrüge für mich her. Ich muss alles mitnehmen, was geht. Gib Gas, Junge. Gib alles. So, komm hier, zack. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh ja. Es wird immer schlimmer. Es wird. Ja, jetzt kommt Tic-Tac-Toe, erklärt mir den Krieg, oder? Ah ne, der will nicht Angriffspakt. Unerwartet. Boah, Alter, der ist mit Zinsch im Krieg, ne? Oh Gott, die sind ja direkt bei mir an der Grenze. Die sind ja direkt bei mir an der Grenze. Nein. Oh, Scheibenkleister. Ich habe ein enormes Problem. Ich muss mich zurückziehen. Die Dunkelelfen haben noch viel mehr Truppen und ich verliere jetzt nochmal zwei Charaktere. Shit. Ha, aber da, das hier, ja, das ist mir egal, das bedeckt. Ey, der kommt jetzt Welle um Welle und überspült mich. Weißt du, was ich meine? Ich hätte mich einfach zurückziehen sollen. Ich hätte die Füße hochlegen sollen, aber das wäre zum Zugucken langweilig gewesen. Ja, wir sind bei 31 Minuten. Beim nächsten Mal beginnt mein Leid, Leute. Juhu, wenigstens beginnt's. Ja. Macht's gut, tschüss.